sind ja heute hier beim Barcamp für freie Bildungsmaterialien, beim Örcamp in Köln. Und für wen ist das überhaupt interessant? Alle denken über gute Bildung nach und das tue ich auch. Und daher muss ich sagen, es gab da eine ganze Menge Anregungen. Und dass hier vor allem auch sehr viele Lehrer, die es ja eigentlich auch das Thema OER betrifft, hier vor Ort waren. Wie sieht das in der Praxis aus? Wie kann das umgesetzt werden? Mich hat besonders beeindruckt, dass es hier einen Schulträger gibt, der sich auf einen sehr fortschrittlichen Weg begeben hat. Neugier ist Voraussetzung, da werden alle unterschiedlich reagieren. Aber das Ganze geht ja über Köln hinaus. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das war die letzte Amtshandlung im Prinzip. Genau, wir müssen zu Bildungskölsch. Wir müssen zu Bildungskölsch. Genau. Und deswegen winken wir mal noch kurz ins Publikum. Das ist ja heute schon ein ziemlich großartiges Ereignis, nur mit über 200 Leuten. Und wir haben ja gesagt, erst Tradition, dann Brauchtum. Und die Saskia hat vorhin gesagt, in 7 Jahren ist es dann Folklore, oder? Bildungscamp. Wir hatten ja in den letzten beiden Jahren hatten wir hier ja das Camp für freie Bildungsmaterialien, das OER-Camp. Diesmal Bildungscamp. Wie hat sich das verändert? Was hat es dem Camp hier gut getan? Du warst ja in den letzten beiden Jahren auch da. Die Weiterentwicklung der Frage, nicht nur offene Materialien einsetzen, sondern auch den Unterricht öffnen. Wenn die Titeländerung der Veranstaltung in diese Richtung geht, dann geht es in die richtige Richtung. Wir haben uns noch etwas ausgedacht als Zeichen für dieses Camp. Es ist ja das 4. Bildungscamp und deswegen wird sich gemeinsam zu überlegen, was sinnvoll und was möglich ist. Deswegen haben sich hier heute über 300 Menschen angemeldet und sind da und die ersten Sessions laufen. Ich arbeite zurzeit an einem Lego-Roboter, der Fußball spielt. Er hat einen Kompasssensor, um sich auf dem Feld zurechtzufinden. Ich arbeite in einem Team, der ist jetzt hier nicht mit der Soccer-Disziplin beschäftigt, sondern mit Rescue. Das sind unsere beiden Roboter. Was als OER-Camp begann, für ein Camp für freie Bildungsmaterialien, ist inzwischen der Digital Education Day, Hashtag DED16. Das Besondere am Digital Education Day ist vielleicht der schulische Schwerpunkt. Also hier finden sich in der Tat viele Menschen aus der Praxis, die also in Grundschulen, in weiterführenden Schulen, in Berufsschulen mit Schülern, mit ihren Kolleginnen und Kollegen daran arbeiten, wie das Digitale in die Bildung aufgenommen werden kann. Guten Morgen, Köln! Hey, guten Morgen! Nun sind wir im 5. Jahr hier an dem Joseph Dumont Berufskolleg mit dem Digital Education Day. Wie ist dein Eindruck von heute? Gigantisch. Ich vergleiche es mit vor 5 Jahren. Was hier an Ideen und an Konzepten und neuen Möglichkeiten für Schule gezeigt wird, ist schon wirklich phänomenal. Wir haben einmal das Projekt von unserem Kinder Science Lab, wo wir innovativen Unterricht für die Grundschule entwickeln. Alles Unterricht, der auch in normalen Klassenzimmern funktionieren kann. Mein Name ist Emine und ich habe erstmal so einen Roboter gesteuert. Wir haben hier keine Zeit mehr zu verlieren. Wir müssen hier wirklich schnellstmöglich tätig werden, weil sonst verlieren wir auch den Anschluss. Guten Morgen, Köln! Herzlich willkommen zum 6. Digital Education Day. Ich begrüße Sie herzlich im Namen der Stadt Köln in Köln. Heute werde ich zusammen mit einigen Menschen diese Veranstaltung moderieren. Ich habe von meiner Schulleiterin zu hören bekommen, wir können uns gerne hier hinsetzen und Kaffee trinken, aber nicht darüber sprechen. Und das Thema ist einfach ein unterschätztes Thema, sowohl Pausenhof-Mobbing als auch besonders Cybermobbing. Und darauf wollen wir die Aufmerksamkeit richten. Also, ich bin Elina, ich bin Informatikstudentin und die Hackerschool macht nicht das, was alle vermuten. Wir hacken keine Datenbanken oder brechen in fremde Handys ein, sondern wir sind sozusagen die guten Hacker. Also wir programmieren Roboter, zum Beispiel Dash und dann können wir auch neue Ideen einstellen, zum Beispiel vorwärts bewegen, rückwärts bewegen und das macht er dann auch. Ich wünsche mir, dass wir lernen an Schulen oder überall eigentlich wirklich neu denken können und nicht immer wieder in diese alten Lernmuster zurückfallen. Das passiert uns auch immer mal wieder,
Aber wir sollten lernen, wirklich komplett neu denken. Nur dann gelingt auch was fantastisch Großes Neues. Guten Morgen, Köln! Ein sehr wichtiger Teil von uns ist das Internet. Wir gehen gerne, wenn es Herbst ist, in den Wald Pilze sammeln. Und wenn es da kein Internet geben sollte, dann regen wir uns sehr auf. Zum Digital Education Day 2020. Dieses Jahr ist alles anders. Wir sehen uns digital. Vor einem Jahr haben Sie sich noch persönlich zum Digital Education Day in Köln getroffen. Wer hätte damals gedacht, dass in diesem Jahr solch eine Brisanz und Aktualität in das Thema dieser Veranstaltung kommen wird. Die Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt, wie wichtig es war und ist, dass Sie alle sich frühzeitig für das digitale Lernen engagiert haben. Denn Digital Education wird auch in Zukunft für den regulären Unterricht eine entscheidende Rolle spielen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen interessanten Austausch und dem Digital Education Day 2020 einen erfolgreichen Verlauf. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hallo Köln, hallo Welt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zum Digital Education Day Cologne 2021. Und ihr da draußen, ihr könnt euch das alles anschauen. Wir streamen alles live raus in die ganze Welt. Wir freuen uns, wenn ihr zuschaut am Digital Education Day in Cologne. Ah, ich sage in Köln natürlich. Das blöde Köln, ey. Düsseldorf. 32 Sessions, 8 Interviews. Wir haben natürlich Best-Practice-Beispiele gesehen zur Inspiration für euch da draußen als Einladung zum Austausch. Und nächstes Jahr geht's weiter. Wir freuen uns auf euch beim Digital Education Day 2022 am 19. November 2022 hier wieder in Köln. Digital Education Day 2022 hier wieder in Köln. Schönen guten Morgen, hallo Köln. Hallo Digital Education Day, hallo Köln. Guten Morgen. Ja, willkommen zu unserem Jubiläums-Digital Education Day. Zum 10. Mal treffen wir uns hier wieder. Und wir beide auf der Bühne, vielleicht wart ihr schon mal hier und kennt uns, wir machen das nämlich jetzt auch schon zum 10. Mal und nehmen mir meine charmante Mitmoderatorin Wiebke Ladwig. Und neben... Erstmal den Applaus, den gehört dir. Und neben mir der glänzende, schimmernde, glitzernde Philipp Wartenberg. Ja, Jubiläum, ne? Deswegen heute Jubiläum, mal. Heute in Gold, alles Gold und der 10. Digital Education Day heute hier veranstaltet. Vom Amt für Informationsverarbeitung der Stadt Köln und wir haben noch einen kleinen Spezialauftrag, das weiß der Stefan gar nicht, der jetzt nämlich hier gerade dort hinten rumläuft. Der hat nämlich heute Geburtstag und der ist nämlich der Hauptorganisator und deshalb, der steht da und jetzt kriegt das nicht mit, deswegen alle. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Stefan, Happy Birthday to you. Alles Gute! Also ein gleich doppelter Ehrentag und es ist ja auch so, dass der Digital Education Day schon auch eine ganz besondere Veranstaltung ist. Einzigartig in Deutschland und in Europa, es gibt also keinen anderen Schulträger, der so einen Bildungstag hier veranstaltet.
für Lehrerinnen und Lehrer der Stadt Köln und darüber hinaus. Also wir haben heute, glaube ich, Gäste bis nach Finnland und ich weiß nicht, ob vielleicht noch jemand von weiter weg angereist ist. Gibt es jemanden noch von weiter als Finnland? Österreich? Als Erdkundelehrer würde ich jetzt sagen, Finnland ist einen Tacken weiter. Aber soweit ist die Spanne heute. Also Menschen aus Österreich sind angereist, Menschen aus Finnland, Menschen aus Köln, auch von der anderen Rheinseite. Auch aus Düsseldorf natürlich. Immer wieder willkommen. Fühle ich mich zumindest hier in Köln. Ja, naja. Es ist nicht nur Stefan, der hier organisiert, sondern er hat natürlich ganz viele Helferinnen und Helfer. Über 45 Kolleginnen und Kollegen aus der Stadt Köln, davon auch noch 27 Auszubildende, die hier mithelfen, heute diesen Tag zu gestalten und auch schon im Vorfeld ganz, ganz viel organisiert haben. Also auch für die schon mal einen großen Applaus. Ja, und die Helfer und Helferinnen, die könnt ihr heute alle auch an diesem wunderschönen, in edlem, eleganten November-lila gehaltenen T-Shirts erkennen. Denn die findet ihr auch meistens an den Check-in vorne. Also wenn es irgendwelche Fragen gibt, dort könnt ihr sie stellen. Es gibt auch noch welche in leuchtendem Rot. Das sind die DED-Taxis, die man ansprechen kann, wenn man sich nicht gut zurechtfindet. Also wenn ihr einen Raum sucht, wenn ihr einfach nicht wisst, wohin. Ja, man möchte ja nicht, dass hier in diesen Gängen der Schule irgendjemand verloren geht. Also das DED-Taxi ist euer. Genau. Und das sind die Helferinnen und Helfer der Stadt. Und es gab natürlich hier auch an der Schule am Josef-Dimon-Berufskolleg ganz viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die hier mitgeholfen haben. Besonders Simon Völmecke, der hier mit in der Organisation am Tag von der Schule aus dabei war. Dann haben wir Bettina, die die Fotodokumentation heute machen wollte, jetzt leider doch nochmal, glaube ich, weg muss. Und natürlich unser Master auf Video, der hier in der Mitte steht, der Lutz, der auch schon seit Jahren uns hier begleitet. Der Filmgott, der auch den Trailer am Anfang gemacht hat. Und seit Beginn des DED hier treu an unserer Seite ist. Ein Applaus für Lutz. Und begleitet wird zum ersten Mal auch der DED von der Streaming Factory. Das sind die Jungs und Mädels, die hier oben noch sitzen an den ganzen Monitoren, die hier ganz viel Videokameras überall aufgebaut haben. Also wir sind hier heute unter Totalüberwachung, habe ich das Gefühl. Überwacht vom Internet. Wir können mal kurz ins Internet winken. Liebes Internet, wer jetzt schon vorm Stream sitzt, ihr seid auch mit dabei. Vielen Dank. Und zum 10. Mal natürlich auch der Gastgeber, hier das Josef-Dimon-Berufskolleg und vertreten auch zum 10. Mal in Form von Michael Pieck, dem Schulleiter. Ja, auch einen schönen guten Morgen von mir. Ich kann mich gut erinnern, als wir das erste Mal hier waren, da waren wir 100 Menschen ungefähr hier, Stuhlkreis, ne? Und wenn man sich sieht, wie sich das entwickelt hat, ist das schon phänomenal. 3 Jahre später stand ich auch hier oben und habe gesagt, ja, gute Tradition und habe gehofft, dass wir den DED auch zukünftig hier bei uns an der Schule haben können und dass wir jetzt im 10. Jahr hier sind, das ist klasse. Ich finde, das ist jetzt nicht nur Tradition, das ist ein Stück Heimat hier, ne? Also ich glaube, der DED gehört einfach zum Josef-Dumont-Berufskolleg. Und ein bisschen das Herz hat mir wehgetan, als ich den schönen Film gesehen habe und unsere Schule von außen gesehen habe und sie mir jetzt anschaue. Ich sage, das ist einfach so ein Benefit fürs 10-Jährige. Wir haben sie einfach schön eingepackt, so ganz in Christo-Manier, ne, dass man sagt, ne, dann kann man sich vorstellen, wie sie vielleicht später mal aussieht. Letztlich kommt es ja auch auf die inneren Werte drauf an. Und die sind gleich geblieben und Wert ist auch so ein Stichwort. Ich ganz persönlich habe so das Gefühl, dass wir jetzt an so einer Stelle stehen, nachdem wir die digitale Fortbildungsoffensive für Lehrkräfte, für Schulleitung, für Moderierende durchlaufen haben, wir alle unsere Medienkonzepte entwickelt haben, pädagogische Einsatzkonzepte abgegeben haben. Wir sind eigentlich durch mit dem Thema. Und natürlich sind wir nicht durch mit dem Thema. Ich habe so einen Leitsatz, der so mein Handeln als Schulleiter und auch als Lehrer so ein bisschen prägt, schon lange vor Corona. Da habe ich gesagt, Bildung kann man nicht googeln.
Und ich freue mich, dass wir auch heute hier die Bildung so nach vorne stellen. Und Bildung für mich ist immer so die Frage, was mache ich mit den unendlichen Informationen, die wir haben? Wie schaffe ich es aus den Informationen, Wissen, nachhaltiges Wissen zu generieren? Wie ist es möglich, aus diesem Wissen Kompetenzen zu bringen, die auch letztlich zu einer Handlung führen, die für uns auch relevant ist? Und jetzt fragt man sich, dann sitzen wir heute hier und hören wieder ganz tolle Sachen, und im Zuge von Corona ist noch so ein zweiter Gedanke bei mir gekommen, der für mich ganz maßgeblich ist für mein Handeln. Das heißt, Bildung braucht Begegnung. Und das ist genau das, was wir heute hier machen. Ich finde es total klasse, wenn man in den Austausch geht, wenn man tolle, interessante Projekte sieht, Best-Practice-Beispiele, Next-Practice-Beispiele. Das ist das, was ich mir so vorstelle, wie Bildung funktionieren kann. Ich freue mich auf ganz viele interessante Begegnungen und wünsche uns allen ganz viel Spaß heute. Dankeschön. Super, danke dir. Im Programmablauf habt ihr vielleicht schon gesehen, heute im Nachmittagsbereich gibt es noch ein Spezialbühnenprogramm. Dazu gibt es einen kleinen Trailer. Stichwort. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Marius Jung. Ich bin Kabarettist, ich bin Autor und ich mache Vorträge und Workshops zum Thema Respekt. Und im Rahmen des Digital Education Day 2022 darf ich auch meinen Beitrag leisten. Ich werde etwas Kabarett machen, und zwar kurz vor Tuchschluss, also kurz vor Ende der Veranstaltung, komme ich auf die Bühne und mache da Faxen mit Inhalt Hürre. Und ich freue mich sehr, wenn Sie auch da sind. Das gibt einfach mehr Sinn. Mit Publikum ist Kabarett einfach viel schöner. Ich habe es in Corona-Zeiten versucht, ohne ging nicht gut. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ich Sie nachher alle begrüßen darf, weil ich freue mich wie Bolle, vor echten Menschen zu spielen. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Mein Name ist Marius Jung und ich spiele gerne vor echten Menschen. Also ich hoffe, wir sehen uns nachher. Wie gesagt, mein Name ist Marius Jung und ich werde nachher da sein. Sie auch. Ja. Genau, nicht nur auf der Videoleinwand, sondern tatsächlich auf der Bühne. Ja, unser Tag. Allgemeine Hinweise. Wir haben noch so ein paar Kleinigkeiten, auf die wir hinweisen wollen. Also es werden Fotos gemacht, das heißt, setzt ein Lächeln auf. Wir haben hier heute in der Aula noch verschiedene Interviews, deswegen seht ihr hier schon die Sitzgruppe stehen. Wer Lust hat und vielleicht im Sessionprogramm irgendwie nichts findet, wo er jetzt gerade dran teilnehmen möchte, kann sich auch gerne hier dazugesellen und bei den Interviews lauschen. Sehr spannende Interviewpartner haben wir, die teilweise auch Sessions hier geben. Dann haben wir für, ja. Und es wird auch gestreamt. Also genau. Für die, die sich das vielleicht auch im Nachhinein angucken möchte, die werden auch aufgezeichnet und auf den Kanälen des Digital Education Day auch verfügbar gemacht. Und sowohl die Eröffnungsveranstaltung wie auch die Interviews, es wird in 4 ausgewählten Klassenzimmern auch gestreamt und auch aufgezeichnet. Und dann gibt es auch das Bühnenprogramm, das wird gestreamt, und die Abschlussveranstaltung in der Aula. Genau. Zu den DET-Taxis und den Helfern haben wir schon was gesagt. Die findet ihr also überall. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, wendet euch am besten immer an den Counter. Ich wurde heute Morgen auch schon ganz viel gefragt, aber ich kann ganz wenig beantworten. Das können hier das Orga-Team kann das viel besser. Und deshalb wendet euch bitte an den Counter bei allen Fragen. Wir haben eine Community, ne? Mhm. Also ihr seid alle in einer Community, ihr habt euch ja darüber angemeldet, also hier auch für den Digital Education Day. Und aus dieser Community gibt es immer wieder Feedback. Feedback, und das ist ganz wertvoll. Also dass ihr uns heute auch mitteilt im Laufe des Tages oder am Ende des Tages, was ihr euch wünscht, was vielleicht gut war, was weniger gut war. Das geht vorne am Counter oder am Check-in mit ganz analog. Es geht auch online, auch dort kommuniziert. Ihr könnt es nachher in der Abschlussrunde machen. Und das Feedback wird auch gerne und konkret umgesetzt. Beispiel? Der Becherparkplatz. Den habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr hinten beim Catering irgendwie euch vielleicht schon einen Kaffee geholt habt und einen Becher habt. Also wenn ihr euren Becher habt, da liegen dann auch Stifte, da könnt ihr euren Namen noch oft draufschreiben und dann könnt ihr den nämlich auf den Becherparkplatz stellen. Dann arbeiten wir etwas nachhaltiger und so verschwenden wir nicht unbedingt allzu viel von diesen ganzen Papp-Kaffeebechern. Ja, war eine Anregung aus der Community, haben wir aufgegriffen, umgesetzt und ist auch inzwischen
fast so etwas wie Brauchtum hier auf dem Digital Education Day. Und ja, Community, Philipp, wir haben was zu verlosen. Wir haben was zu verlosen, weil es ist ja Jubiläum. Und zwar seid ihr alle mit einer Nummer versehen worden, das wisst ihr aber nicht. Die steht auf einer Liste, die großartige ASU hat, die auch schon von Anfang an hier mit dabei ist und ganz fleißig mitorganisiert. Also kommst du mal eben nach vorne bitte, du hast die schlaue Liste mit all euren Namen drauf. Und aus dem Unterricht habe ich natürlich hier meinen Zufallsgenerator mitgenommen. Und bitte einen Applaus für ASU, die hier vor mit organisiert hat. Und also du darfst jetzt hier gleich draufdrücken auf den Zufallsgenerator. Also du siehst selber, ne, hier niedrigste Zahl 1, höchste Zahl 365. Ich weiß noch nicht, ob wirklich 365 gerade da sind, aber wer nicht da ist, kann halt auch keinen Preis kriegen. Einmal hier auf Generieren. Die 310. Jetzt brauchen wir noch so ein bisschen Musik. Der Detlef Steppohn ist ja schon da. Den habe ich doch heute Morgen schon gesehen. Da. Komm ruhig nach oben. So, du darfst direkt den nächsten noch hier. Also, du darfst den nächsten direkt ziehen. Wir haben drei Preise. Die 192. Sonja Mangold da. Hallo Sonja, deine Chance. Dann nehme ich den noch. Dann drücke ich nochmal. 286. Thomas Schulte. Ist der schon da? Da oben, super. Und die 357, kurz vor Schluss. Wer hat sich denn da noch angemeldet? Ach nee, das ist Sebastian Witting. Scheint auch da zu sein. Super. Und zwar, der Gewinn ist, sind wunderbare Zeiträuber. Zeiträuber ist super. Ja. Und zwar gibt es ein Softwarepaket von der Firma Ubisoft. Da könnt ihr zocken oder eure Kinder zocken lassen oder doch selber. Weil die Weihnachtsferien sind ja bald. Und ein drittes Paket. Zocken, viel zocken, Spaß zocken. Euch. Yeah, viel Spaß damit. Danke. So. Und wir kontrollieren eBay Kleinanzeigen, ne? Jetzt sind wir schon beim Blitzlichtgewitter. Apropos Community, apropos Inhalte von euch, von uns. Der Digital Education Day ist ja quasi ein Hybrid, eine Mischung aus gesetzten Programmen, also aus Konferenz und Barcamp. Ihr habt vielleicht schon gesehen, das Programm, was heute auch an gesetzten Sessions stattfindet. Und die bitten wir jetzt für einen Schnelldurchgang nach oben. Genau, jetzt bitte nur diejenigen, die halt auch schon voreingeplant waren, die haben jetzt die Chance, gleich einmal zu pitchen für ihre Veranstaltung und einmal kurz für 30 Sekunden, ich lasse gleich den Counter laufen, also kommt schon mal nach vorne hier auf die Bühne, ihr dürft gleich euch eure Session vorstellen. Nur zu. Genau. Also alle, die schon im Programm stehen mit ihren Sessions, bitte einmal oben auf die Bühne. Wir beißen ja auch gar nicht, habt ihr ja gemerkt. Wir haben jetzt zwar nichts mehr zu verschenken, aber... So. So, du nimmst das Mikro, ich nehme die Zeit, ich spiele den Zeitwächter. Ja, du bist der Zeitwächter. Bleib hier. So. Einmal den Namen und den Namen deiner Session, wo du herkommst und was zu erwarten ist und das in 30 Sekunden. Okay, das sollte drin sein. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin Tom Auras, Grundschullehrer, Fachleiter und Medienberater. In meiner Session versuche ich, die sehr komplexe Aufgabe guter Medienbildung auf 10 Merkmale zu komprimieren, euch vorzustellen. Ich soll auch Praxis mitbringen, zocken mit Kindern und Trickshot-Videos drehen. Sehr gut, danke. Super. Ich halte es. Ah, cool. Ja. Hi, mein Name ist Melanie Nete und ich hasse Mikros.
Ich stelle heute vor Videokonferenzen und wie man die für Schülerinnen und Schüler so einfach macht, dass man sie nicht überfordert. Und da werden dann so Begriffe wie Blended Learning, Flipped Classroom fallen. Und wir werden einen Workshop machen. Das heißt, die, die kommen, die dürfen mitarbeiten. Und ich freue mich drauf, wenn ihr dabei seid. Mitarbeiten mit Melanie. Passt. Yeah. Komm mal ein bisschen weiter nach vorne hier. Genau. Ja. Hi, wir sind Simon und Stefan. Hi. Und wir wollen heute mit euch über eine Kultur des Teilens reden und wie wir mehr Offenheit und Vernetzung in unser jeweiliges Kollegium bekommen. Ja, danke. Wunderbar. Sehr gut, vielen Dank. Kultur des Teilens, sehr schön. Hi. Hi, Jarl Schulz aus der Deutsch-Skandinavischen Gemeinschaftsschule in Berlin. Ich werde euch etwas über Kontrollverlust, Projektarbeit und wie Lernen und Lehrersein in dieser Welt anders geworden ist. Also gepflegter Kontrollverlust mit Jarl Schulz. Hi. Hallo, ich bin der Lukas Hases von der Uni Oldenburg und das ist Patrick Heike vom Adlandgymnasium in Quakenbrück. Guten Tag. Und wir befassen uns in unserem Workshop mit praktischen Einsatzmöglichkeiten von Games im Geschichtsunterricht. Ja, und speziell die Discovery-Tour von Ubisoft, die wir heute vorstellen wollen, genau, und auch Einsatzmöglichkeiten direkt, also was schon erprobt worden ist im Unterricht. Also ab auf die Games. Vielen Dank. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Max Rehbein. Ich bin Grundschullehrer an der Montessori-Grundschule in Köln-Mülheim und ja, möchte heute ganz gerne ein paar Tools vorstellen, die wir in der Freiarbeit einsetzen. Es soll um einen Messenger gehen, mit dem wir alle Eltern erreichen, unabhängig von ihrer Herkunftssprache. Ein bisschen um Augmented Reality und freue mich später, euch zu sehen und auch in den Austausch zu gehen. Es können auch ein paar Dinge ausprobiert werden. Ja, ausprobieren. Dankeschön. Mit Max. Unser Gewinner. Ja, hallo, ich bin's wieder. Ja, mein Name ist Detlef Stepun, ich bin vom Erich Gutenberg-Berufskolleg aus Köln. Und in meiner Session habe ich mir einen Reißertitel rausgesucht, nämlich wie motiviert man ein Kollegium, digitale Lernarrangements zu gestalten und auch einzusetzen. Und da gibt es richtig gute Patentrezepte. Also Patentrezepte mit Detlef. Schönen guten Morgen zusammen, mein Name ist Sebastian Bushoff vom Alfred Müller-Amok-Berufskolleg. Meine Session wird heute darum gehen, wie man in Microsoft OneNote einen Edu-Breakout-Room gestalten kann, also ein Escape-Room, und welche technischen Gestaltungsmöglichkeiten es da gibt und Verschlüsselungsmöglichkeiten. Ja, schöner Flüchten mit Sebastian. Einmal einen Applaus bitte. Ja, guten Morgen, mein Name ist Thomas Hannes, ich bin Direktor der Informatik-Mittelschule Jennersdorf. Ich bin ein bisschen der Exot da unter den Referenten, weil ich aus Österreich komme. Dreiländereck, Ungarn, Slowenien, und ich werde 12 Jahre Erfahrung hoffentlich einbringen können. Wir waren und sind die erste iPad-Schule in Österreich. Und ja, Stolpersteine, gute Projekte, alles was halt herzeigbar ist, ein paar coole Videos. Ich hoffe, ich sehe Sie in meiner Session. Dankeschön. 12 Jahre iPad-Schule in Österreich. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, das dritte Mal hier zu sein. Mein Name ist Christoph Rückert. Ich bin von Mülheim macht MINT. Und ich würde gerne mich über XR, nennt man das heute, also VR im Speziellen, in der Schule oder im offenen Ganztag, also MINT in VR. Wer Interesse hat, sich mit VR auseinanderzusetzen, würde ich mich freuen, wenn ein paar Interessierte, die vielleicht auch schon ein bisschen Ahnung haben, dabei wären. Aber auch Newcomer. Gern willkommen. MINT in VR. Vielen Dank, Christoph. Ja, ich zeige mal mein Gesicht ohne Maske. Guten Morgen, mein Name ist Fabian Wernscheid. Ich vertrete heute mit unserem Schulleiter zusammen die Willy-Brandt-Gesamtschule Köln-Höhenhaus. Und wir wollen euch heute zeigen, mit welchen Geräten, mit welchen Apps, mit welchen Tools arbeiten wir so im Alltag. Und wie läuft so ein Tag von der ersten Stunde bis zum Unterrichtsende ab? Wunderbar, vielen Dank. Köln-Höhenhaus. Ja, hallo, guten Morgen. Mein Name ist Anja Trom und ich komme von der Montagsstiftung und werde gleich zusammen mit der Hilke Lamas von der Helios-Schule den Einsatz von Lernlog, den digitalen Lernbegleiter, vorstellen. Und Hilke wird auch mal einen Einblick in die Arbeit der Helios-Schule geben, wie die das Lernen organisieren. Und es gibt auch tatsächlich hands-on einen Einblick ins Tool, Sneak Preview sozusagen. Genau, das kann jeder dann auch selbst ein bisschen ausprobieren.
Sneak Preview mit der Helios-Schule. Vielen Dank. Das waren genau 30 Sekunden. Wahnsinn. Und tatsächlich hat keiner die 30 Sekunden gerissen. Also großen Applaus und wir sehen euch dann gleich in den ganzen Sessions. Vielen Dank euch. Merkt euch die Gesichter. Danke euch. Und was wäre der DED nicht ohne euch? Also Community haben wir vorhin schon gesagt und wir sind ja hier auch als, ja, damals OER-Camp gestartet, als Camp für freie Bildungsmaterialien und für alle, die zum ersten Mal da sind. Könnt ihr mal kurz zumindest einmal winken, wer ist zum allerersten Mal hier? Ui. Das war viel. Schön, dass ihr alle hier seid. Wer war denn beim ersten Mal da? 2013, die alten Recken. Thorsten auf jeden Fall, Lutz, Michael. Ja, doch ein paar, die auch schon beim ersten dabei waren. Wer war bei allen 10 da? Okay, super. Ihr habt es gesehen, also es gibt ein Barcamp. Und für diejenigen, die vielleicht noch nicht genau wissen, was ein Barcamp ist, also es hat nichts damit zu tun mit, wir gehen in eine Bar und campen dort, sondern das ist also ein Begriff, der aus der Informatik kommt, aus den USA rübergeschwappt ist. Und im Grunde genommen wird halt eine offene ein offenes Konferenzformat damit gemeint und wir brechen so mit dem DED ja die Regeln ein wenig, denn wir haben ja, wie ihr gerade gesehen habt, vorgestellte Sessions, die schon organisiert sind und eingeladene Referentinnen und Referenten, die sich gerade vorgestellt haben, aber es gibt auch den Barcamp-Anteil und da kommt ihr alle ins Spiel. Und zwar jede und jeder von euch hat also die Chance, gleich etwas vorzustellen. Ja, das kann dann sein, hey, ich habe euch was mitgebracht zum Thema iPad im Unterricht oder zum Thema freie Bildungsmaterialien oder ihr habt vielleicht auch einfach nur eine Frage. Ja? Ah, wie macht ihr das denn eigentlich bei euch an der Schule? Wir haben gerade das Problem XY. Gibt es hier jemanden, der mir vielleicht helfen kann? Und auch damit könnt ihr auf die Bühne kommen, die Frage stellen und dann wird sich mit Sicherheit vielleicht jemand finden, der euch helfen kann. Und wenn dem so ist, dann findet also auch eure Veranstaltung statt. Und, ab 5, also wir fragen kurz den Bedarf oder das Interesse ab. Das ist noch keine ganz verbindliche Anmeldung, ne? Also weil ihr müsst ja auch gucken, wann und wie liegen die Sessions. Aber so ab 5 Meldungen findet eine Session statt. Wenn es weniger als 5 Meldungen sind, dann gibt es hier genügend Räumlichkeiten oder Möglichkeiten, auch wenn man sich nur zu dritt oder zu zweit für ein Thema interessiert, dazu zusammenzusetzen. Es gibt dann halt nur keinen Raum. Genau, dann vernetzt ihr euch einfach an der Kaffeemaschine oder nachher in der Mittagspause. Das sind sowieso die spannendsten Sessions. Zu einem Barcamp gehört normalerweise eine Vorstellungsrunde. Und wir haben es in den ganz, ganz vielen Jahren hier gemacht, dass wir am Anfang auch immer eine Vorstellungsrunde mit allen Teilnehmenden hier gemacht haben. Jetzt ist der DED, jetzt muss ich in Anführungsstrichen reden, leider gewachsen. Wir sind also am Anfang mit 100 Teilnehmenden hier gestartet. In der Spitze waren wir, glaube ich, bei knapp 600 in Vorpandemiezeiten. Und jetzt sind wir, weiß ich nicht, so um die 300 vermutlich, die hier sind. Das heißt, wir machen keine Vorstellungsrunde. Umso wichtiger sind eure Namensschilder an der Stelle. Und ihr habt vielleicht bei einigen schon gesehen, wie zum Beispiel bei Wiebke, die hat ein zweites Schild sich drauf gemacht. Ein Serviervorschlag mit 3 Hashtags. Ja. Name und Twitter-Account oder Mastodon-Account, je nachdem, wo ihr jetzt gerade so seid. Und 3 Hashtags. Bei mir steht da Hashtag Moderation, Fahrradbubble und schöne Texte. Und es sind sozusagen Türen, die ihr anderen öffnet oder hinstellt, durch die man reingehen kann. Also Themen, wo die anderen sehen, ah Mensch, guck mal, die ist meinetwegen auch jetzt bei Mastodon unterwegs oder die ist in der Fahrradbubble, mit der muss ich mal sprechen. Genau, das könnt ihr zum einen auf euren Schildern machen, zum anderen haben wir hier auch die Social Wall, das seht ihr hier auf dem Monitor. Ja. Dort werden alle sozialen Netzwerke, bis auf Mastodon, da muss noch dran gearbeitet werden, eingebunden und da könnt ihr euch also auch vorstellen gerne. Macht ein Foto von euch, schreibt eure 3 Hashtags dorthin, dann werdet ihr zugeordnet und vielleicht findet euch jemand und ihr habt irgendwie einen Gesprächspartner oder ihr findet jemanden, wo ihr sagt, hey, der hat doch genau mein Thema, den muss ich jetzt unbedingt finden und in der Mittagspause an der Kaffeemaschine oder auf dem Gang mal kurz ansprechen. Eingebunden auf der Social Wall sind Instagram, Twitter und Facebook. Also wie gesagt, Mastodon noch nicht.
WallCO ist dran, der Anbieter von der Social Wall, aber das ist noch in Mache. Keiner konnte absehen vor noch 2 oder 3 Wochen, wie sich das Ganze entwickelt. Zu einem Barcamp gehören auch Regeln. Und zwar, ihr redet nicht über den Fight Club. Die zweite Regel, ihr redet nicht, doch, ihr redet natürlich über das Barcamp. Also, nutzt alle Möglichkeiten, die ihr habt, wenn ihr in eure Schulen wieder zurückgeht, wenn ihr auf sozialen Medien unterwegs seid, in euren Blogs oder wo auch immer ihr kommuniziert, nutzt die Möglichkeit, sprecht über das Barcamp, über den DED und tragt die Idee nach draußen und auch eure Ideen. Hashtag ist DED22, habt ihr bestimmt mitbekommen. Es gibt hier auch WLAN, sodass auch hier euch überall gewährleistet ist, dass ihr auch mit euren Botschaften nach draußen kommt, aber gerne auch im Nachhinein. Vernetzt euch auch gerne mit dem Digital Education Cologne Team über alle möglichen sozialen Netzwerke. Demnächst wahrscheinlich auch bei Mastodon, wenn ich das so richtig höre. aber auf jeden Fall schon mal bei Twitter, Instagram und Facebook. Ja, was aus einem Barcamp wird, bestimmt die Teilgeberinnen. Ihr habt es also gemerkt, ihr seid nicht nur Teilnehmerinnen, ihr seid auch Teilgeberinnen, denn ihr könnt nach vorne kommen und euren Input hier mitgeben. Habe ich gerade gesagt, es kann eine Frage reicht und es kann halt immer nur so viele Sessions geben, wie Räume da sind. Das heißt, wenn ihr also gleich Lust habt, was anzubieten, ihr werdet das dann gleich sehen. Es sind bestimmt schon einige hier, die was vorbereitet haben und was mitgebracht haben. Die werden sich gleich schnell anstellen. Das heißt also, stellt euch einfach mit an. Und hier beißt keiner. Apropos, hier beißt keiner, wir sind beim Du. Das gehört zum Barcamp. Ja, zum Barcamp-Gedanken, zu diesem offenen Format gehört das Du. Sämtliche Hierarchien fallen hier weg. Wenn ihr mit euren Schulleitungen hier seid, ja, also ich habe auch hier unsere Bildungsministerin Yvonne, als sie hier war, geduzt. Das gehört einfach mit dazu. Also wir sind heute komplett im Du. Genau, es ist ein temporäres Du, wenn ihr das drauf anlegt. Das heißt, ne, auch wenn ihr euch außerhalb wieder trefft, dürft ihr natürlich auch zum Sie übergehen, aber vielleicht wollt ihr das ja auch gar nicht. Es dient auf jeden Fall so der, ja, dem Ausräumen von Hierarchien. Apropos Hierarchien, wenn ihr in einer Session seid und ihr stellt fest, ups, jetzt habe ich mich vertan, das ist nicht wirklich mein Thema, ich hatte mir irgendwie dann doch was anderes vorgestellt oder ihr lest irgendwie einen Tweet oder wie auch immer, dass irgendwo anders eine Session ist, die dann doch noch eher eure Interessen trifft. Also es wird immer mit den Füßen abgestimmt, das heißt, man darf auch aufstehen und gehen. Das ist ein Barcamp der offenen Türen. Das ist bitte auch nicht bei den SessiongeberInnen als Beleidigung zu verstehen, sondern es ist ein offenes Format. Insofern gibt es auch offene Türen. Wenn es mal zu laut ist, ist die Tür zu, aber ihr müsst euch die gedankliche offene Tür natürlich dabei stellen. Jede Session wird dokumentiert. Das liegt natürlich an euch. Und zwar ist da im Sessionplan, wenn ihr den aufruft über die Seite des DED, dort findet ihr dann nachher den Sessionplan, alle Veranstaltungen, die angeboten sind. Und wenn ihr dann auf auf die Sessionnummer bzw. auf die Raumnummer draufklickt, dann öffnet sich ein Etherpad. Ein Etherpad, wer es nicht kennt, ist ein kollaboratives Schreibtool, quasi eine Art Webseite, in die man schreiben kann. Und zwar alle, die den Link haben, können dann da reinschreiben. Und jede Session ist also quasi mit einem eigenen Etherpad verbunden. Ihr klickt drauf und könnt dann direkt mitschreiben. Und es muss nicht einer oder eine machen, sondern es können natürlich mehrere aus der Session machen. Das dient halt vor allem dazu, dass alle, die parallel irgendwo sind, im Nachhinein nochmal nachlesen können. Vielleicht sind irgendwelche wichtigen Links aufgetaucht, irgendwelche super Tipps, die da mit rein müssen. Vielleicht nochmal Kontakte von dem Vortragenden. Also nutzt die Möglichkeit der Dokumentation. Wenn Pressemenschen anwesend sein sollten, meldet euch bitte in Anfragen an Stefan Kramer. Stefan, kannst du einmal kurz winken? Stefan ist gerade rausgehuscht. Also am besten zum Counter. Ja, am besten zum Counter, genau. Oder eben zu Asu, Maiko, die auch Fragen beantworten kann. Ja. Gut. Ja, und ich würde fast sagen, wir schreiten mal zur Sessionplanung, ne? Genau, wir kommen schon zur Sessionplanung. Die erste Session startet in einer Stunde. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um jetzt die Sessions vorzustellen. Dazu habt ihr die Zettel. Zettel. Ich glaube, jeder bringt einen Zettel mit, oder? Es gab schon Zettel. Ja, genau. Es gab schon Zettel. Frajo, wo hast du den her, Nina? Liegen da vorne. Ja. Ihr könnt natürlich auch... Wir brauchen noch unsere... Ich hole noch mal ein paar. Ja.
Philipp holt noch ein paar. Und wir brauchen unsere beiden Menschen, die die Workshop-Matrix füllen. Die kommen jetzt auch mal gerade hier auf die Bühne, unsere helfenden Hände. Einen Applaus bitte. Und ihr geht hinten rum. Das ist natürlich mich. Kommt ihr da dran? Ja. Marco und Thomas, genau. Marco und Thomas setzen sich hier hin. Ihr kommt, alle, die eine Session vorstellen möchten, kommt schon mal hier vorne hin. Jetzt bin ich wieder da, danke. Ja. Ihr habt also diesen Session-Zettel, da steht einfach nur drauf, Name des Anbieters, schreibt euren Namen drauf, eventuell irgendwie noch einen Twitter oder einen anderen Handle, dass man euch vielleicht eventuell erreichen kann. Schreibt euren Titel der Session drauf, eventuell für Einsteiger oder Fortgeschrittene. Und das war's schon. Danach geht ihr... Wir machen mal gerade einen Serviervorschlag. So, ihr kommt hier hoch auf die Bühne. Daniel. Winkt kurz rein. Genau. So, du bist... Ich bin Daniel, der Steh, also Steh. Möchte endlich mal echte Menschen sehen, wenn ich mein Thema Taskcards vorstelle, wer also Taskcards mal kennenlernen möchte. Ich möchte vor allen Dingen die Leute kennenlernen, die ich sonst vielleicht nur aus Kacheln kenne. Und ansonsten mein Herzensprojekt, das Basecamp, ein sanktionsfreier Raum an der Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung in Frechen. Gut, und... Nee, so einfach kriegst du das nicht, Daniel. Also, ich switch mal ganz kurz. Jetzt bin ich auf dem Mikrofon, das ist einfacher. Das halte ich euch nämlich dann gleich hin, so wie Wiebke das auch schon gerade gemacht hat. Jeder darf eine Session vorstellen und muss sich dann wieder anstellen. Genau. Insofern war es ein perfekter Serviervorschlag. Genau, also deine erste Session war, die du vorgestellt hast, ist Taskcards. Gibt es Interesse für die Session vom Daniel an Taskcards? Taskcards, die Plattform, die Pinnwand, datenschutzkonform 1, 2, 3, 4. 4, 5. Ja, findet statt. Findet statt. Jetzt darfst du damit einmal zu unserer Sessionplanung gehen und dich dann wieder hinten anstellen. So, der nächste Delinquent. Hi, hallo Frajo. Hi, Liebe, geiles Jackett. Also ich bin wirklich der Hammer. Gut, Frajo möchte eine Modesession anbieten. Ja, da bin ich genau der Richtige für. Hallo erstmal genau, ich wollte eine Session anbieten zu alternativen Prüfungsformaten. Ich habe selber ein Beispiel mitgebracht, eine Mathearbeit aus der 7, die ich ersetzt habe, durchaus schon. Und ich würde mich aber freuen, das ist so ein Viertelstundenbeispiel, wenn dann noch jemand Ideen hat, was man noch machen kann, dass wir ein bisschen in Austausch geraten. Das wäre meine Session. Also 3 vom BVA sind schon mit dabei. 4, 5, 6, 7, passt. Findet auf jeden Fall statt. Sagst du gerade noch kurz, wo du herkommst, für die dich noch nicht kennen? Du, jetzt müsste ich eigentlich Würselen sagen, aber ich bin nach Aachen gewechselt. Ja. Nicht weit weg. Nee, du musst selber zum Tisch gehen, Frajo. Ja. Tut mir leid. Hallo, guten Morgen. Ja, hallo, ich bin auch sehr neidisch über den Glitzer. Also Glitzer finde ich toll. Ja. Steht im DED gut. Ja, genau. Also Sabria David, ich befasse mich mit dem digitalen Wandel und wie wir eine gute digitale Gesellschaft aufbauen können und war auch lange Mitglied im Präsidium von Wikimedia Deutschland und habe das Slow Media Institut gegründet und ich hatte überlegt, eine Session anzubieten, die heißt Glück und Medienresilienz in der Schule und das soll so eine Art Grundkurs sein, digitaler Wandel. Also nicht, wie nutze ich dieses Tool dafür und was mache ich damit, sondern was passiert überhaupt in der Gesellschaft, wie verändert sich unsere Rolle, was macht das mit uns und was wollen wir damit machen. Also sozusagen eine Grundeinführung in, was passiert überhaupt mit dem digitalen Wandel. Ja, der digitale Wandel mit Sabria. Wer hat Interesse? Ja, hat Interesse. Ist da. Nochmal, ne, wenn ihr euch meldet, es ist erstmal keine verpflichtende Teilnahme. Findet ja, es geht erstmal darum, ob Interesse stattfindet. Danke. Oh, du musst mit deinem Zettel zu den beiden Herren gehen, damit sie dir einen Slot finden.
Guten Morgen. Vielleicht ganz kurz für die, die nämlich noch nicht beim Barcamp waren. Also im Fokus steht wirklich der Austausch. Ja? Also es ist wirklich so, dass es nicht vortragig gemeint ist. Es gibt schon immer auch einen Input. Aber die Sessions sind wirklich auch darauf angelegt, miteinander in Kontakt zu kommen, ins Gespräch zu kommen. Vorträge könnt ihr euch super irgendwie im Internet angucken. Aber es geht wirklich darum, miteinander auch zu sprechen. Falls ihr jetzt für die Menschen, die noch nicht bei einem Barcamp waren, ihr euch denkt, oh, wie ich möchte, die wollen mit mir sprechen, das ist Sinn und Zweck eines Barcamps und macht auch ehrlich gesagt mit am meisten Spaß. Hi, ich bin Konrad vom CJD und ich habe euch einen Gedanken oder eine Methode mitgebracht, auch ein Escape Game. Irgendjemand hat es vorhin in der anderen Sessionplanung schon erzählt. Wir haben ein Escape Game entwickelt, das heißt General Solution. Und da geht es um digitale Souveränität, informationelle Selbstbestimmtheit. Ich stelle euch gerne die Methode vor und wir können dann gerne ins Gespräch dazu kommen und wie das alles funktionieren kann. Für welches Unterrichtsfach geeignet? Hängt ein bisschen eher an der politischen Bildung, aber kann man auch in vielen anderen gesellschaftlichen Themen sozusagen andocken. Okay. Gibt es Interesse? Escape Room? Ja, super. Findet statt. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Katharina Grabner. Ich bin aus Wien angereist und zum einen, um zu schauen, was sich hier tut beim DED und zum anderen auch, ich komme vom WOTI World of Tomorrow Institute und wir haben ein Spiel entwickelt, ein digitales Spiel für 10- bis 15-Jährige, wo es darum geht, Zusammenleben, sozialen Zusammenhalt zu stärken. Und ich möchte gerne anbieten, das vorzustellen und auch alle Neugierigen einladen, auch gerne einen Austausch darüber, wie man mit so einem digitalen Spiel das Thema im Unterricht einbringen kann. Also, genau. Ja, also spielen den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Wer hat Interesse? Ah, da sehe ich auch auf jeden Fall genügend. Bitte schön. Danke, Katharina. Guten Morgen. Hallo zusammen, ich bin Marcel vom Innenministerium und ja, wir haben auch ein Spiel entwickelt zur Extremismusprävention Leons Identität. Da gibt es auch Begleitmaterial für den Schulunterricht und ich würde gerne mit euch ins Gespräch kommen, wie sich Spiele aus eurer Sicht eignen, auch einzusetzen. Leons Identität kann ich sehr empfehlen. Also ja, wer hat Interesse? Super, finde ich stark. André. Du bist jetzt bei Wiebke. Ja, jetzt erb ich dich. Hallo, André. Hallo. Du musst kurz sagen, wer du bist. Ich begrüße dich hier schon so vertraulich. Ja, also André ist mein Name. André Hermes aus Münster, Osnabrück. Ich bin aus Niedersachsen. Das ist auch ein bisschen weiter weg hier. Ja. Also das war ja früher hier ein OER-Camp. Von daher habe ich was zu freien Lizenzen und so mitgebracht. Ist ein Workshop, der heißt CC-Kompetenzen oder wie man den Umgang mit frei lizenzierten lernt und lehrt, würde ich sagen, ja. Also das heißt mit Schülern, wie die das hinkriegen. Und das ist zum einen für Einsteiger geeignet, die davon noch gar nichts wissen und für die, die schon Profis sind, aber sich noch keine Gedanken gemacht haben, wie man den Schülern sowas beibringt, für die ist das auch geeignet. Wer hat Interesse? CC-Lizenzen? Oh ja. Wie oft warst du schon beim DED dabei? Immer. Ja. Ich denke auch. Daniel. Zu dir. So, jetzt bin ich nochmal hier mit dem zweiten Vorschlag. Und der gehört eigentlich gar nicht so richtig hierhin, das weiß ich ja, weil es hier gar nicht um Digitalisierung geht, sondern um einen Schutzraum in Schule für SchülerInnen, die einfach gerade mit Schule nichts am Hut haben, die also weder digital zu erreichen sind noch sonst wie, um da zu gucken, was muss Schule eigentlich auch bieten für SchülerInnen, bei denen Lernen gerade nicht an erster Stelle steht. Und das würde ich halt von unserer Schule vorstellen und da gerne in den Austausch kommen. Das Ganze nennt sich? Das Basecamp. Super. Wer hat Interesse? Ja, auch da Interesse. Christoph, dich kennen wir auch schon. Danke, jetzt muss ich mich erstmal entschuldigen. Ich hatte eben keine gesetzte Sache, weil draußen sagt die auf die Bühne und dann musst du da den Zettel abgeben. Deswegen bin ich das zweite Mal da. Also eigentlich ist das. Hast du dich gerade reingeschummelt eben gerade? Ja, sorry dafür.
Also nochmal, um es kurz zu erklären, es geht um Virtual Reality beim Lernen bei MINT-Fächern. Ich habe auch schon gehört, das machen Leute auch im politischen Bereich. Kann man theoretisch auch, wenn man mit über die Technik mehr reden will. Aber es geht halt um die Faszination von diesem immensen, dieser Immersion, die man über Virtual Reality hat. Und da vielleicht auch die, das ist mein Steckenpferd, die MINT-Fächer zu fördern. Wer hätte Interesse? Genau, wer in virtuelle Welten mit Christoph, da sehe ich Hände. Ich sehe Hände und dich bitte ich einmal da rechts zu den genau. Herren. Ihr seht, die Schlange lichtet sich so langsam. Also wenn ihr jetzt merkt, ja, ich habe aber noch eine Frage, mein Thema war noch gar nicht dabei und ihr wolltet irgendwas wissen, traut euch, steht auf, kommt ruhig nach vorne und wenn sich halt keiner findet, findet sich halt keiner und wenn ihr aber dann, ne, es kostet ja nichts. Es ist ja auch so, dass immer wieder über Fehlerkultur gesprochen wird und wir müssen mehr über Fehlerkultur sprechen. Dazu gehört auch sozusagen sich zu trauen, einfach mal zu machen und nicht zu denken, dass man hier sich blamieren könnte. Das nur so nochmal als Botschaft, das soll nicht der Raum sein, wo man sich nicht trauen kann. Danke. Das ist ein gutes Stichwort, sich einfach mal trauen. Ich bin nämlich zum ersten Mal hier, mein Name ist Oliver. Ich vertrete die Firma ELT Deutschland hier und ich war eigentlich hier, um zu lernen, ein bisschen zu netzwerken und jetzt habe ich ganz spontan den Zettel mal ausgefüllt, weil unser Thema ist Leseförderung und Sprachförderung im Grundschulbereich und dafür haben wir eine mehrsprachige Lese-App, / Bilderbuch-App mit Vorlesefunktion in 60 verschiedenen Sprachen entwickelt, um möglichst vielen Kindern Zugang zu Literatur zu ermöglichen und natürlich auch den deutschsprachigen Kindern das Lesen schmackhafter zu machen. Und deshalb jetzt ganz spontan die Idee, hier so eine Session auch vorzustellen. Vielleicht hat jemand Interesse, sich Polilino als App konzipiert mal anzuschauen. Leseförderung Polilino, gibt es Interesse? Gerade im Grundschulbereich? Ja, gibt Interesse. Jetzt geht es mit dem Zettel einfach da vorne hin, hast du mitbekommen. Super. Ja, danke. Sabria. Ja, ich bin es nochmal, Sabria David. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Die Sehnsucht nach dem nächsten Klick, wie wir glücklich werden in einer digitalen Gesellschaft. Und ich habe das jetzt mal mitgenommen, das war alles ziemlich spontan, aber ich habe es dabei. Und wenn Interesse besteht, könnte ich daraus lesen und wir könnten darüber sprechen, entweder aus dem Bildungskapitel oder aus dem Bindungskapitel oder wie ihr wollt. Wie heißt das Buch? Die Sehnsucht nach dem nächsten Klick, Medienresilienz, wie wir glücklich werden in einer digitalen Welt. Wer möchte darüber sprechen? Glücklich werden in einer digitalen Welt. 1, 2, 3, 4, 5 Meldungen, ja. Findet statt. Mhm. Guten Morgen. Hallo, mein Name ist Christoph Palaske. Ich war auch schon mal hier, vielleicht kennen manche die Plattform Seko Geschichte. Aber ich habe heute gar nichts mitgebracht, ich habe nur eine Frage. Und zwar würde ich die vielleicht nennen Fedi Ward. Es geht darum, dass ich jetzt hier sitze und bei Mastodon bin und dann den Hashtag eingebe und ihn gar nicht finde. Also ich habe ganz viele Fragen daran, was jetzt dieser Twitter-Down bedeutet, was das vielleicht auch für die Bildungs-, also für uns Bildungs-, Akteure bedeutet und ich habe auch schon gehört, dass es im Fediverse ganz viele andere Dinge gibt als Mastodon, aber ich weiß fast nichts. Ich hätte nur die Fragen und wenn es Leute gibt, die sich auch dafür interessieren oder die vielleicht sogar schon mehr wissen als ich, fände ich das super, wenn wir uns treffen würden. Also eine Frage nach draußen, also Mastodon, das Stichwort ist schon ein paar Mal gefallen als Twitter Ablösung, Fragezeichen. Gerade im Bildungsbereich total spannend. Also das, was eventuell der eine oder andere kennt vom Twitter-Lehrerzimmer, findet also jetzt in dieser Mastodon-Welt auch statt. Der Hashtag ist FediLZ, da das Fedi-Lehrerzimmer. Und jetzt wäre die Frage an euch, gibt es jemanden, der vielleicht diese Session übernehmen könnte? Keine Sorge, ihr müsst da jetzt keinen großen Vortrag halten, aber vielleicht gemeinsam mit allen, die interessiert sind, daran dieses Thema Mastodon, was bedeutet das eigentlich für den Bildungsbereich zu entdecken? Gibt es jemanden, der sagt, ich biete das jetzt spontan an, ich bin da schon ein bisschen unterwegs und... Also Austausch der Neigungsgruppe Mastodon, Fediverse. Daniel, André, ja. Sehe ich gerade.
Ich glaube, das wird ein Gespräch am runden Tisch. Nee, achso, nee, das, ich habe nur gefragt, wer es anbieten will. Achso. Wer hätte denn Interesse daran an so einem Austausch und würde gern mehr wissen über Mastodon und würde da vielleicht auch mitmachen und reinkommen? Und ja, da gibt es nämlich großes Interesse. Daniel, übernimmst du das? Oder André, übernimmst du die Session? Oder der Herzberger, der ist da auch hier. Ihr zusammen könnt das machen. Du bist da auch schon länger dabei. Ja. Es ist nämlich tatsächlich ganz interessant, weil es in Social Media gerade eine gewisse Dynamik wieder eingetreten ist und sich die Strukturen verändern. Und das hat natürlich auch Auswirkungen darin, wo man sich weiter über solche Treffen wie heute auch austauscht. Also einer von euch muss jetzt nach vorne kommen und sagen, ich übernehme die Session. Daniel, du hast schon zwei, ne? Ja. Aber du bräuchtest jemanden, der es macht, der mit dir, der dich einführt, ne? Also Taskcards findet nicht statt und du machst stattdessen Mastodon. Unser Held heute. Danke. Super, Daniel. Klärst du das einmal mit dem Tisch? Alles klar. So, letzte Chance für euch. Vielleicht solltet ihr zusammen gucken wegen dem Termin. Ihr seht, also man muss nicht wirklich auch selber was wissen, um was anbieten zu können. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, Mensch, aber ich bin für dieses oder jenes Thema jetzt nach Köln gekommen und ich sehe das gar nicht, meldet euch gerne jetzt. Oder wir gehen jetzt in die Planung, in den Sessionplan und werden den gleich veröffentlichen. Der wird jetzt gerade hier im Hintergrund gebastelt. Holt euch einen Kaffee. Genau, oder nutzt ein Wasser, ein Tee. Nutzt die Möglichkeit, ganz viele Stände sind auch hier, ganz viele Anbieter haben heute Sachen mitgebracht. Es gibt Schulklassen, die hier sind, die zeigen, was bei ihnen im Unterricht schon alles passiert in dem Bereich. Der Sessionplan wird also veröffentlicht. Die Jungs da hinten, die basteln noch, dass alle Sideslots ordentlich gefüllt sind, gleichmäßig. Er ist dann irgendwann gleich online über die Seite des DED. Und um 11.30 Uhr startet dann also die erste Sessionrunde und wir wünschen euch jetzt dann viel Spaß heute. Ja, habt einen wundervollen Tag. Bis später.